Ja, grüß euch, da sind wir wieder bei Assassin's Creed und ich habe beim letzten Mal versprochen, dass wir jetzt zur Mission weiterfahren. Ohne unseren Quartiermeister, weil der hat sich nämlich geschlichen. Und darum schauen wir jetzt einmal, wie es denn da so aussieht. Wo ist denn meine Mission? Da halten wir noch vor. Wo ist meine Mission? Ah, da oben. Das heißt, da wäre auch noch ein hübsches Fort. Aber was ist denn hier? Da war ich noch nicht. Enthält ein Plan für ein Upgrade. Das würde ich mal ganz gern holen. So. Wo bin ich jetzt? Da. Kingston, ne? Bin ich in Kingston? Ja, in Kingston bin ich. Genau, das heißt, da fahren wir gleich einmal her. Und würde ich sagen, das blaue Loch. Plan für ein Upgrade. Das geht auch in Richtung Mission. Und darum fahren wir da auch gleich hin. So. In See stechen. Jawohl, wollen wir. Okay. Naja, es geht spannend weiter. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht noch da auf alles verzichten und jetzt nur Mission weiter eilen. Nein, ich möchte noch schon noch schauen, was es da für Upgrades gibt. Und ja, diese Tauchmissionen sind auch immer recht witzig, finde ich. Und das möchte ich mir natürlich schon anschauen. So, da haben wir wieder einen langen Ladebildschirm. Jetzt soll er gleich wieder speichern, sicherlich. Oh, ich bin ein Prophet. So. Mehr Segel, alle Segel! Gut. Auf See sind wir auch wieder mal. Auch schon lange nicht gewesen. Und wir haben typisch Kackwetter. Ah, ist ein Ertrinkender. Na komm, komm in Reichweite. Aber Backbord, Sir! Da treibt einer, Sir! ja. Denke, er hat überlebt! So, was kommt denn da Schönes? Eine Fregatte, Rum, Metall, Metall. Das ist dieses Ding da. Die Brigg, die hat Metall geladen. Die würde ich mal ganz gern holen. Die hat ja nur Rum. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Ich befürchte nur, wenn ich mir die Brigg da hole, greifen mich die anderen Schiffe auch gleich an. Aber Bereit machen zur das wäre Kollision! fette Beute. Feuer! Ja, habe ich mal gedacht, dass die da mit hineinspielt. So. Na komm, 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 komm. Hallo lang. Präsentieren sich uns! Die dafür bezahlen! So. Oh, wer hat da jetzt wen gerammt? Egal. Ganz egal. So. Die sind gut gepanzert, diese Schiffe. Die greift mich auch an, die ramme ich einmal. Dann sammle ich da noch einmal so eine Kanone rein, ob auch immer das was nutzt. Dafür stehe ich jetzt im Vollfeuer. Aber das macht nichts, weil ich revanchiere mich. Ja, machen wir jetzt einmal ordentlich Schaden. So. Der ist einmal weg. So. Müssen wir die noch erledigen? Die sind ganz schön gut gepanzert, diese Dinger. So. Aber mit Hilfe der Mörser geht das schon recht gut. So, da kommen wir mal in Deckung. Und jetzt. Scheiße, jetzt hat sie mich erwischt. Aber das gibt's ja nicht, dass ich den da nicht besser vernichten kann. Jawohl, der ist einmal weg. Ich weiß halt nur nicht, welches Schiff mehr welcher ist. Nein, Reisegeschwindigkeit braucht man nicht. So. Okay, da fahren wir schön vorbei. Die rammt uns und wir knallen einmal mit den schweren Kugeln rein.
So, komm, 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 dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So. Dann würde ich sagen, hat sich das auch erledigt. Noch immer nicht, aber jetzt. So. Okay, oh, da hinten, da kommen immer mehr. Ich kann mir die ja gar nicht holen, die Schiffe. Ach Gott. Das ist natürlich Käse. Das ist... Hört ihr überhaupt nicht auf, diese Schiffe. Der will es jetzt noch unbedingt wissen. Diesmal haben sie uns. Ja, ja, scheiß dich nicht an. So, jetzt habe ich die aber auch, oder? Und da kommen die Nächsten. Nein, jetzt hau ich da ab. Jetzt hauen wir ab. Jetzt wird es Zeit zum Abhauen, würde ich sagen. Oder? Die anderen sind aber jetzt friedlich. Die Musik hat auch nachgelassen. Vielleicht kann ich mal... Welcher ist denn das jetzt mit den Metall 50? Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Nicht so weit weg. Ich möchte nicht, dass die da verschwinden, die Schiffe. Metall. Naja, besser wie nix. So langsam heute. Was haben wir da hinten? Ach. Ja, egal. Ich hol mir das jetzt einmal. Besser wie nix. Dass wir zumindest irgendeine Ausbeute kriegen. So. Okay, die entern wir da. Okay. Der Captain ist wieder der Superman, wie man sieht. Okay. Da reinknallen einmal. Okay, das war nicht sehr effizient. Ja. Na komm, konter den doch. Ja, er rennt da mit der... Und wir haben schon. 80 Metall, ist ja was Schönes. Bekanntheitsgrad verringern sollte ich vielleicht einmal. Könnte gute Männer brauchen. So, was haben wir denn da jetzt noch Schönes? Rum 120. Und wo ist jetzt noch eines? Nur mit das da. Segel, fangt etwas Wind ein. Da hinten ist auch noch eins. Das ist die Fregatte. Und die? Holz 80. Okay. Naja. Die Fregatte. Holen wir uns halt eins nach dem anderen jetzt noch schnell. So, das schneiden wir einmal erbeuten und da werden wir entern. So, schön beigedreht. Was müssen wir denn machen? Gegnerische Kundschafter töten und gegnerische Crew töten. So. Dann schauen wir, dass wir da noch ein paar von den Freunden erledigen können. Na jawohl. Ja, so macht das Laune. Okay, Kundschafter. Schauen wir mal, ob die neue Kanone da auch auf die Reichweite da ein bisschen besser das handelt.
Naja, da ganz mit einem Schuss drauf, das ist natürlich positiv. So, dann würde ich sagen, das habe ich einmal. Ah, die Männer habe ich auch erledigt schon. Gut, das ist flott gegangen. So, die Fregatte nehmen wir natürlich wieder in unsere Flotte auf. Und mit der letzten werde ich mich reparieren, die jetzt da noch zum Holen ist. Gut. So. Öffnet die Hauptsegel! So, das Zeug werde ich da ganz gern noch einsammeln. Backbord! Ja. Alle Segel, Bewegung! Okay. Und erbeuten. Und da vorne das Schiff holen wir uns auch noch. 80 Holz. Schwere Kugeln hat's. Da habe ich eh ein paar verschossen. Die kann ich auf alle Fälle brauchen. So. Na bumm. Freunde, 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 Freunde. So. Ah. Machen wir es gar nicht so reicht, einen guten Treffer zu erzielen. Aber es reicht. Das Wetter wird, glaube ich, auch gerade wieder besser, sehe ich. Ist ja optimal. Ja, wieder ein bisschen Gemetzel auf See. Und dann machen wir jetzt Jack da reparieren. Genau. So muss das. Okay. So. Segel setzen, Bewegung! Jetzt hauen wir ab da. Was ist denn das? Kriegsschiffsstufe 36. Hat aber nichts wirklich Tolles geladen, was ich jetzt wirklich brauchen könnte. Segel setzen! Haben wir da ein schönes Kriegsschiff rum? Ah, da fahren sie rum, die Kriegsschiffe. Was habe ich noch am Mörser? 14 Mörser habe ich wieder. Und 21 von den schweren Kugeln. Gut. Aber ich habe ja gesagt, ich hole mir jetzt da das Wrack, das Elite-Upgrade möchte ich mal holen. Ja, haben wir schon. Da haben wir ein Kriegsschiff, das lassen wir aber mal in Ruhe. Schon mächtig, die Dinger, ha? Ich finde schon, dass die urmächtig sind. Da wird eh gerade fleißig und heftig gekämpft. So. Ah, der ist wieder so weit weg. Ja, ich mag jetzt da nicht extra wieder hin und her drehen. So, schauen wir lieber, dass wir das Treibgut da noch einsammeln. Das bringt sowieso mehr, weil Leute bin ich eh gerade voll. Das heißt... Von Backbord, Captain! Treibgut in Sicht, Captain! Ein Metall, naja. Besser wie ein Stammschell, sag ich mal. Okay... HMS Rapture. Könnt's mich aber nicht beeindrucken mit so Namen. Ich habe jetzt nur bloß keinen Bock auf mehr Schiffe. Meine zwei Kriegsschiffe sind schon heftig, das gebe ich zu. Da vorne kommt auch was. Was ist das? Fregatte. Die wirken ja richtig lieb und klein mittlerweile, die Fregatten. So. Da geht's zum Tauchen. Um Sperrgebiet sind wir auch. Das heißt, wenn wir uns die jetzt entdecken, werden wir angegriffen. Das will ich auch nicht unbedingt. Scheiße, das Schiff taucht auch gerade ins Sperrgebiet ein und ist ein Kriegsschiff. Das möchte ich eigentlich gar nicht.
So, die 400 Meter werden wir jetzt noch schaffen. Das sind wir ja schon. Seht mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns. Jawohl. Da ist etwas unter uns. Alle aus der Großglocken. So, andocken. Und ab in die Taucherglocke, würde ich mal sagen, ne? Jawohl, das wird jetzt leiwand. Da wird es jetzt leiwand. Cool, freue ich mich schon. Wieder mal Abwechslung, das Tauchen. 7 Truhen. Das ist natürlich sehr gut. Und die werden wir natürlich holen. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen und pfiat euch!